Jo Leute, herzlich willkommen zu einer wieder auf meinem Kanal TPGDV und zurück zu einer weiteren Folge mit dem Kaiserslautern, Leute. Und wir sind mal wieder zurück am Start mit einer weiteren Folge, Leute. So muss das aussehen. Ich weiß, es kam länger jetzt schon kein Manager mehr, aber ich dachte mir, ihr seid so im Hype mit diesen Folgen. Klassenkarte von mir wünsche ich dir immer. Bring ich doch einfach mal eine kleine Woche nur das hier so. Und ja. Also ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt tatsächlich gemacht habe. Vielleicht mache ich das mal schauen, Leute. Denn ich nehme es hier gerade auf. Ich bin ein bisschen im Zeitdruck, weil ich habe die nächste Tag nicht so viel Zeit. Morgen bin ich dann gar nicht da. Am Donnerstag habe ich halt Schule und dann danach noch Training und davor. Und also heute war ich auch beim Zahnarzt. Habe es jetzt noch ganz schnell dazwischen geschoben, mir noch zwei Folgen aufzunehmen. Bin jetzt, ist es jetzt genau 5:03. Um 5:45 muss ich beim Training sein. Das heißt, ich muss die Folge aufnehmen, die 20 Minuten geht, und dann direkt los zum Training. Deshalb können wir auch gar nicht allzu lange quatschen. Deshalb lege ich einfach mal hier schnell vor. Und heute geht's, wie ihr seht, gegen Dortmund ran. Das könnte, ist auch ein sehr wichtiges Spiel in Dortmund. Es ist ein sehr wichtiges Spiel. Und wie ihr gesehen habt, haben wir in der letzten Folge dann die Simulation wieder vergeben. Und heute gibt's die Simulation gegen die Hamburger. Und dann... ja, gibt es das Heimspiel gegen Gladbach, was wir simulieren müssen, dann gegen Leverkusen spielen werden und dann gegen Stuttgart simulieren müssen und gegen Leipzig spielen werden. Das heißt, wir haben jetzt noch eine Folge, zwei Folgen, drei Folgen. Drei Folgen. Dann brechen wir die neue Saison auf. Das heißt, schreibt jetzt ganz sicher, das heißt eine Stunde Material noch, ganz sicher, also ganz wichtig, wenn ihr Transfervorschläge habt, kommt, ich sag's jetzt mal wieder, ich krieg nie Transfervorschläge. Ich muss die immer selber machen. Ich weiß ja nicht, was ihr sehen wollt. Ich kann ja nicht in eure Köpfe reingucken. Ich weiß ja nicht mehr, wer ihr seid teilweise. Oder die meisten von euch weiß ja nicht, wer ihr seid. Ich würde sagen, dass wir gar nicht lange fackeln und dass wir jetzt in diese Partie reinstarten werden. Und ihr seht schon unsere Formation. Onyekuru. Ganz bittere Pille. Ja, das war der Freund von meinem Bruder. Ich habe kurz gesagt, dass wir müssen. Also, das ist so. Ja, wir gucken noch mal kurz bei den Tornius rein. Keine anderen sind mit den Partien. Ja, unsere Formation. Onyekuru verletzt. Cici rettet damit links. Und in der Mitte keinen schnellen Mann mehr. Der muss jetzt auf links aushelfen. Für Onyekuru. Denke ich mal, ist eine ganz klare Sache. Bleibt natürlich Kapitän. Den haben wir dann in der ersten Saison schon geholt. Eigentlich Mode, den wir gar nicht verkaufen wollten. Der dann aber doch weggegangen ist. Schon relativ bitter, würde ich behaupten. Und dann starten wir in die Partie. Und mein Bruder ist so laut, Leute. Er schreit so rum. Er ist so ein Arsch, Alter. Er weiß genau, was ich aufnehme. Er macht es mit Absicht. Tut mir leid dafür, Leute. Aber heute gegen Dortmund direkt früh den Druck hochhalten von uns. Ist das da Dali Alli? Das ist Merini, Alter. Er sieht so voll aus im Spiel, der von wie Dali Alli gerade. Mikel Merino von Baumgartel gestoppt und dann. Aber Koch. Oh, großer Fehler. Ousmane Dembele. Koch immer noch auf der Auswechselbank. Den habe ich noch nicht wieder reingesetzt. Auch wenn er ein absoluter Brecher ist. Der gute Mann. Für Wusser drinne. Und dann Aubameyang. Erste Chance. Dortmund, das heißt, mit dem Druck von uns hat nicht direkt geklappt. Aber jetzt sind wir auch das erste Mal wirklich am Ball. Und dann ist hier auch das erste Mal direkt Cicciretti. Und Cicciretti versucht es! Erste Chance von dem Mann, der heute linker Flügel spielt. Die nächsten drei Monate, den Rest der Saison. Und Onyekuru wird nicht mehr zurückkehren in dieser Saison. Was natürlich eine ganz bittere Aktion ist für uns. Und faul von uns, okay. Und das heißt, Cicciretti nur noch auf dem linken Flügel und nicht mehr auf der 10 zu finden. Wahrscheinlich. Außer wir haben nochmal vor, hier mit Alagui oder so zu spielen. Großer Fehler von uns hinten. Und großer Fehler von Aubameyang vorne. Der muss es jetzt langsam machen. Da war ich ganz, ganz unvorsichtig.
Die Ciretti hatte Chance und dann macht es nicht unbedingt gut. Hätte ich noch rüber gespielt, dass Ciretti kein Rechtsfuß ist. Ist die linke Seite hier blöd für ihn. Zum Reinziehen und zum Schießen. Und wisst ihr was? Ich weiß nicht, ob er das kann. Aber bei mir wird das können. Bei mir wird das können. Er spielt jetzt linker Flügel, der Ciciretti, der Osave. Und Ciciretti geht auf rechts, damit beide mit ihrem starken Fuß reinziehen können. Und dann hoffen wir, dass das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Denn dann hätte er bestimmt anders abgeschlossen als gerade so. Hoffen wir mal, dass das so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. So, jetzt ist erstmal Ciciretti auf rechts am Ball. Zieht hier in die Mitte rein. Und das ist natürlich von Dortmund jetzt gar nicht gut gemacht. Und Osave, der da nicht rankommt. Da konnten sie, haben sie Ciciretti aber ganz schön frei laufen lassen. Hey, das war ein Foul. Da konnte ich nicht mehr laufen, da hat er mich geblockt und scheiße. Mann, Alter, mein Junge. So, komm, weiter geht's. Komm schon. Oh, Aligi jetzt mal mit einem Fehler, da wollte ich gar nicht grätschen. Aber Wusur, der da direkt mal klärt für uns. Der Mann hat gegen Hertha auch schon gut hinten gehabt. Hat das hinten auch schon gut gemacht. Havertz grätscht ist vorbei. Alles vorbei und dann Mikel Merino. Der da aber nicht mehr rankommt. So, jetzt bitte, jetzt nochmal hinten aufpassen. Da wäre mich hier die Chance los gewesen. Von dem Schuss von Adrian Ramos. Das heißt, Havertz neuer Zehner bei uns, oder im Moment Achter eher. Aber kann das natürlich auch offensiver. Bis jetzt macht das hier schon Sinn, die zu tauschen. Ey, als ob das fair ist! Das kann mir doch keiner erzählen, dass es das kein Foul ist. Oh, klar, und Gaudino jetzt auch noch verletzt. Nein, das war's schon wieder. Stark, Gaudino holt sich hier die Pille. Und dann geht es jetzt schnell. Über Havertz. Und dann über den guten Mann, Osave. Und dann noch einmal die Chance für Alena. Der aber nicht mehr genug Druck hinter den Kopfball gekriegt, um das nochmal wirklich gefährlich zu machen. So, Passlack, der Ex-Dortmunder gegen Reus. Aubameyang setzt sich da durch. Und er macht ihn wieder nicht. Wir im Glück, die Dortmunder haben ganz großes Pech. Aber die Dortmunder haben auch schon einmal im Glück gewesen hier heute. Also, wir könnten uns ja auch nicht beschweren, wenn wir hier zurückliegen. Aber wenn man die Chance nicht macht, irgendwann kriegt man ihn dann. Und die nächste Chance. Aber die war nicht richtig gefährlich, Michi. Die ist da. Sie spielt es nicht kurz. Ciciretti. Und jetzt Platz für Osave. Und Ciciretti jetzt. Ciciretti jetzt. Halbzeit. Nummer 1 ist vorbei. So, Leute. Wir gehen in Halbzeit 2 rein und bringen jetzt Marcel Hartl rein in die Partie. Für einen Havertz, der da keine Chance mehr hat. Und das lassen wir einfach mal so. Koch, der Brecher, wird dann im nächsten Part wieder kommen. Und wird dann die zwei Abschlussspiele mit uns machen. Gleich in der Simulation. Vielleicht werfen wir ihn da schon rein. Aber da müssen wir schauen. Sie rennt jetzt mal nach hinten arbeiten gegen Reus. Macht er gut, er nimmt erstmal das Tempo für sich raus. Aber er ist natürlich kein gelehrter Rechtsverteidiger. Im Gegensatz zu Felix Passlack.
der es dann macht. Und Cicciretti. Ah, hier ein bisschen unglücklich. Vorgelegt den Ball. Jetzt nochmal über Cicciretti. Ah, der dachte, dass da der gute Gaudino weiterhin mitläuft. Baumgartel. Jetzt mal im Zweikampf. Aubameyang setzt sich da ganz stark durch. Das muss man ihm lassen. Das hat er ja gut gemacht. Jetzt nochmal Adrian Ramos. Und McGinn ist wieder da. Also, so langsam deutet sich hier eine Führung an. Aber sie nutzen bis jetzt die Chance nicht. Und wie schon in der ersten Hälfte gesagt, wenn man die Chance nicht nutzt, darf man sich immer noch nicht beschweren, wenn man zurückliegt. Und wieder nichts. Sie haben ihre Chancen bis jetzt gehabt. Und es geht noch weiter. Sie lassen uns nicht raus da hinten im Moment. Wieder über die Außenbahnen. Aber nach hinten nochmal für Reus. Und dann Adrian Ramos. Aufpassen, dass wir keinen Elfmeter verursachen. Und dann 1:0 durch so eine billige Aktion. Das gibt es ja nicht. Was war das denn? Und Reus, und den muss sein Migueli da auch mal haben. Nichts gegen den Typen, der macht das ganz stark, aber den kann man halten. Der war auf jeden Fall haltbar. Auch wenn er eine ganz starke Partie macht, der war haltbar. Der war nun wirklich nicht unhaltbar, so wie der geschossen war. Und die Dortmund aber immer noch das bessere Team. Also es ist nicht unverdient. Und das ist abseits. Es ist nicht unverdient. Aber es war eine blöde Aktion, dass wir durch so eine Aktion das Tor kriegen. Ist natürlich doof gelaufen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn wir wenigstens einen Punkt mitnehmen und nicht in Dortmund verlieren. Das wäre mir schon sehr, sehr lieb. Harte. Mit Osavi im Zusammenspiel jetzt. Und Harte! Der Ausgleich! In der 72. Ich sage es gerade noch. Es wäre aber wieder Zeit für den guten Harte zuzuschlagen. Und er macht es. Osawe, Alena, Harte, ein Dreieck. Oder was glaube ich, ein Dreieck. Zwei Pässe, alle direkt. Ein Pass, direkt weiter und dann direkt der Schuss. So spielt man ein Spiel zu Ende, was man eigentlich sicher verlieren muss. Und wenn wir noch weiter Druck machen können, ist es noch nicht vorbei hier. Dann können wir das noch drehen. Mit ein bisschen Glück können wir das hier drehen. Die Qualität besitzen wir mittlerweile im Team, so ein Spiel gewinnen zu können. Marcel Hartl schlägt wieder zu. Was eine Geschichte. Und dieser Mann, der macht die wichtigen Dinger. Die ganz wichtigen Buden macht er. Und wie gesagt, es ist noch nicht vorbei. Denn da haben wir noch ein Cicciretti stehen. Der verletzt sich bei diesem Schuss. Und weiterhin Druck. Vielleicht geht hier noch was. Cicciretti verletzt mittlerweile. Und Drussi wäre da gewesen mit dem Kopfball. Und jetzt Drossi, gedreht! 83. 10 Minuten, fast knapp später hier nur. 83. Minute, 1:2. Und Hasel hat die Tür wieder eröffnet. Und zwar mit dem Pass auf Osame, der den Ball ganz stark auf Drossi ablegt. Und Drossi diesmal
Nicht wie im letzten Part vergeben, dann ist trotzdem das Tor gefallen. Aber diesmal wieder ganz eiskalt. Diese Geschichte wird noch lange erzählt, Leute. Gegen Dortmund, das Spiel innerhalb von 11 Minuten gedreht. Das kann man nicht immer machen. Und es war wieder Hartl, der die Tür eröffnet hat mit dem Ausgleichstreffer und dann den Ball auf Osabe, der dann nur noch weiterleiten musste. Und Hartl, wieder Top-Pass auf Osabe. Und Osabe macht er jetzt alles klar hier. Nein! Sokratis ist da. Noch eine Ecke. +90. Sie müssen es machen, nicht wir. Aber sie werden es nicht mehr nachmachen. Das werde ich nicht zulassen. Hoffe ich jetzt mal. Wie ich mich kenne, kann alles passieren. Besonders, wenn wir so einen groben Fehler jetzt in der Abwehr machen. Aber nein. Das war's. Wir drehen die Partie gegen Borussia Dortmund. Mit 2-1 gewinnen wir das, nachdem wir erst in der 61. den Ausgleich kassiert haben. Nach einer ganz starken Anfangssituation der Dortmunder. Die ersten 60 Minuten haben sie klar, denn das Führungstor war komplett verdient. Und dann machen wir es eiskalt, dann treffen wir sie eiskalt mit Marcel Hartl. Und dann mit Marcel Hartl als Co-Vorbereiter vorbereitet auf Osabe. Und der spielt ihn direkt weiter für Drussi und der macht es. Dann ganz, ganz sicher, Leute. So stelle ich mir das vor. Das wünsche ich mir. So muss das laufen. Und ich würde sagen, wir jetzt schauen wir einmal kurz die Verträge an. Das wollten wir letzte Woche schon machen. Mal schauen, welche Verträge laufen dann aus. Görtler verlässt den Verein. Wegesser. Bei dem werden wir erstmal noch warten. Wusur ist ein Vertrag, den ich definitiv nicht auslaufen lassen werde. Ah, das muss ich auch mal kurz gucken. Okay, ich kriege das Prämie. Den werden wir verlängern. Denn falls wir uns entscheiden sollten, den irgendwann abzugeben. Dann definitiv für Geld und nicht umsonst. Also, Wusur bleibt auf jeden Fall bei unserem Verein, falls er unterschreiben will. Für diese Konditionen und bei Wegesser. Will der auch ein bisschen mehr. Uso wollte 1300, der will 450. Das sind 1750, das heißt, da können wir 1000 von abziehen. Kriegst du 1600. Wird sporadischer Spieler, 4-Jahres-Vertrag. So werden wir die Verträge dann erstmal verlängern. Gucken einfach mal ganz kurz. 11,6, so passt das schon. Und dann gehen wir weiter voran und schauen uns dann an, was dann gleich kommen wird. Gehen erstmal ins Training rein. Maies wird auf die nächste Stufe, auf die 63 ist es dann, glaube ich, hochgehen. Ja, es ist die 63, auf die geht er hoch. Und Tom Vandevelde, jetzt mache ich immer noch diesen Fehler, geht in Richtung 64, einen großen Schritt. Und jetzt geht's ran gegen meinen Lieblingsverein. In der Simulation gegen die Hamburger. Was, wie ich hoffen werde, ein Sieg für uns wird. Aber es wäre für mich das geringste Problem, wenn wir das verlieren würden. Also verlieren nicht, das will ich auf keinen Fall verlieren, aber sagen wir es so, wenn wir das jetzt nicht gewinnen, ja, okay, dann ist das so. Dann ist es eben so. Aber da erwarte ich auch nichts. Es ist auswärts, vor allen Dingen deswegen. Aber wie man sagt, bei uns hat auswärts bis jetzt mit den Simulationen besser funktioniert. Wie man es gegen Augsburg gesehen hat. 0-2 und dann wieder 1-0 auswärts. Und dann verlieren wir es 3-1. Okay, Leute. Kann man mal machen, so zu verlieren. Aber muss man nicht unbedingt.
Also in Führung gehen, das Ding dann 3-1 liegen zu lassen, die Punkte. Aber Bayern patzt und Hertha patzt. Das heißt, mittlerweile 4 Punkte Abstand und wir haben es jetzt komplett selber in der Hand, Leute. Wir haben es jetzt komplett selber in der Hand, was wir hier machen werden. Wir haben es selber in der Hand. Und Tom van der Velde geht auf die 64 hoch. Wir können es somit jetzt selber fit machen. Mit 2 Siegen sind wir fast durch. Wenn Hertha einmal verliert und wir 2-mal gewinnen, sind wir durch. Und das wird das Spiel gegen Leverkusen, was wir gewinnen müssen. Und das letzte Spiel. Das heißt, wir entscheiden es wahrscheinlich. Aber das können wir gewinnen, das müssen wir definitiv. In der letzten Saison. Bitter, bitter, bitter. Aber Leute, ich verabschiede mich für heute. Lasst gerne ein Abo da, falls euch das gefallen hat. Natürlich auch ein Like da lassen. Abo und Like. Würde mich sehr freuen, wenn ihr das tut. Bis dann und ciao.